Ich bin Giulia Tonelli und ich bin eine Balletttänzerin von der Opernhaus Zürich. Mit diesen neuen Regeln, die wir im Moment haben, es gibt keine Möglichkeit, ein Publikum zu haben. Und es war für mich wichtig, wirklich in diesem Moment ein Projekt zu machen. So, ich habe gedacht, dass vielleicht wir könnten ein Streaming machen, warum nicht? Ich wollte unbedingt manche Ballettstücke präsentieren und ich habe mit so manchen Kollegen gesprochen, was wären die Möglichkeiten, und die Leute waren sehr, sehr glücklich, etwas zu machen, weil für uns Kreativität in diesem Moment ist wirklich etwas besonders wichtig. Mit diesem Projekt, mit Giulia, wir haben noch eine Chance, etwas zu machen und auch für ein Publikum schon wieder, also Virtual Publikum. Ich habe leider nur 5 Vorstellungen gemacht in einem Jahr und ich war vor der Corona-Krise verletzt. Ich bin manchmal im China-Garten, im See und so, und ich habe immer wieder Egli gesehen. Also ich finde das wirklich toll, dass wir können etwas hier machen und tanzen. Das ist wirklich das perfekte Ort für so ein Event. In dieser Pandemie Kunst kann wirklich etwas geben, nicht nur zu uns, die Künstler, aber auch für die Leute, die vielleicht für einen Moment sie haben die Möglichkeit, etwas anderes zu denken, nicht nur an diese schlechte und schwierige Zeit. Meine Idee ist, dass wir im halb März dieses Event präsentieren könnten. Das wäre schön, bevor vielleicht das Publikum noch einmal im Theater erlaubt ist. Und ich glaube, dass es wird funktionieren.